Moin, hier ist Heini. Jetzt geht das weiter und zwar mit einem Fallschirmsprungwettbewerb. Wir sind hier mit Polizisten, die nette Polizisten, die fahren uns jetzt zum Flughafen hin. Der Herr Stahl ist am Faden und wenn wir gleich da sind, dann melde ich mich gleich, wer der Geil dann los, ne? Big League. So, meine Lieben, da sind wir wieder und wir sind hier angekommen am Flugfeld. Hier ist keine Übung oder so. Hier sind 2,7 Milliarden Polizisten, die das alles hier beschützen. Huha, da kriege ich echt Angst, wenn die alle mit den Knarren hier rumlaufen, du. Wo seid ihr überhaupt? Warte mal, Distortion, lass das mal so lange behalten, bis Herr Stahl da ist und dass er drauf aufpasst. Wird sein Heli ist das da hinten denn? Und da kommt noch ein Heli an. Ach so, das. Ah, okay, ich weiß schon mal, wie Herr Stahl Unterstützung gefordert hat. Okay, und ich glaube, ich muss mein Heli ja auch holen, ne? Ja, hol den mal. Ich stehe hier an der Garage, dann ich renne da schnell hin zum Heli-Garage, ja? Herr Stahl? Ja. Ich sag, ich hole meinen Hubschrauber eben, ja? Okay. Oder wie ist das geplant, ja, ne? Ja. Gut. Hallo Hanni, ich hoffe, du kannst noch ein bisschen warten. Bin in Sofia losgefahren. Danke an den Hacker übrigens. Komm, ein bisschen später. Das Danke an den Hacker. Das war kein Hacker. Wer war das? Rilock. Stahl, ich schmeiß hier mal meinen Rucksack in dein Polizeiauto, wenn du ein bisschen drauf achten könntest. Sonst rennen hier gleich ein paar Leute mit. Rilock. Sofort. Hallo, so. Inbound bist du denn dann wieder oder kann ich hier auch meinen Rucksack reinlegen? Der bleibt da stehen, das sind Ersatzfallschirme drin, 10 Stück. Ja, dann schmeiße ich hier meinen Rucksack rein und das setzt den einfach. Kennt jemand Andro und Fuchs? Auf geht's. Nee. Ja, die stehen bei mir hier mit Waffen. Aber die scheinen von der Sicherheit zu sein. Also an der Garage. Also mal gucken im Eingangshalle, wenn ich kann ich da runterziehen schon. Darf ich mal jemanden fragen, wie man seinen Rucksack denn ablegt in ein Fahrzeug? Oh. Ans Gear gehen und reinziehen. Aus deiner Leiste ins Fahrzeug reinziehen. Drag and drop. Und dann halt den steuerbaren Fall schon mal rausnehmen und in den Slot bei dir reinziehen, in den Rucksackslot. Lass, ich bin neu gespawnt, ich kann nicht an mein Auto. Distortion. Wo bist du jetzt denn überhaupt? Wo bin ich hier umgebübelt hier? Fun-Gamer, wo bist du denn? Ich bin am Flugplatz. Also ich stehe da rum. Vor lauter Polizeiautos. Du bist neu gespawnt, dann hast du doch gar keinen Rucksack mehr, oder? Da hat jetzt einen Scheitel gezogen. Nein, also, ich ja, leg den hier in den Polizeiwagen hier. Komm mal hierher zu diesem Polizeiwagen. Dann links, der Schicker. Ja. Dann gehst du ans Inventar. Nee, scrollst du an, Inventar. Achso, scroll an, Inventar. Und dann? Ja, und dann legst du deinen Rucksack da rein. Den ziehst du dann einfach aus deinem Inventar zu den anderen. Zu dem anderen Rucksack, der da drin ist. Ah. Was ist das denn? Zu diesem Seesack. Genau, und dann läufst du zum Heli. Holst dir da deinen Fallschirm raus. Ach, das ist der Heini. Auch über Inventar. Wer ist denn da? Ich bin hier. Bei dir. Ach, dann holt Friesen Michi sich jetzt wahrscheinlich auch noch einen Fallschirm. So, dann kannst du einsteigen bitte eben. Ja. Guck mal, dann könnt ihr hier am Heli könnt ihr euch Sachen holen. Am Heli könnt ihr euch einen Fallschirm holen. Du kannst ja auch am Heli einen Die mit Fallschirm holen. Wollen, genau, einen Fallschirm holen, ne? Naja, ich flieg auch mal mit. Silke. Nicht vergessen aufzumachen, ne? Mein Rucksack wird nachher weg sein, aber ist egal, ich hab da eh kaum was drinne. Kannst also ja bei mir, kannst bei mir drinne lassen gleich, ja. Ja, wie geht das nochmal? Ja, wie geht das? Gute Frage. Wollte ich auch gerne wissen. Wie kriegt ihr das? Wer ist denn da mit dem Hunter unterwegs? Wenn ihr aus dem Helikopter springt, habt ihr ein Mausradmenü, Fallschirm aufmachen. Und der ist ja, ich kann's einfach wieder SD lenken. Ja, S zurück, W nach vorne. Hast du schon rechts. Was markiert, wo wir landen müssen, Heini? Ja, da vorne vom Haus, wo wir gleich Wie sind. Bekomme ne? ich jetzt da den, ist Fallschirm? Da ist ja dieses Ding hier, das zeigen wir gleich. Genau. Lande am besten mal drin. Steuerbarer Fallschirm oder steuerbarer Fallschirm? Was nehme ich? Ich würde steuerbaren Fallschirm nehmen. Nee, der ist falsch. Steuerbaren Fallschirm. Könnte jemand von den netten Polizisten den grünen Suff
in die Garage ziehe ich dann ins Menü oder reinmachen. Wie? Da wo dein Rucksack ist, da muss ich reinziehen. Ups. Ich habe keinen Rucksack. Warte mal. Nee, da in den Slot. Der grüne. Der grüne. Da hinten. Nein. Immer. Hier rein, unbedingt. Ah doch. Schade, bei Arma 2 war es immer so, sobald du abgesprungen bist, hast du automatisch einen Fallschirm gehabt. Ja, aber der war ja unsteuerbar. Der war doch, nee, der war steuerbar. Echt? Ja, ja. Vielen herzlichen Dank. So, dem Rast soll ich hier war doch mal dieses komische Haar. Aber dann gehen wir einfach an dieses Feld rein, das ist nicht so schlimm, das ist auch gut. Ja, ja, hier kannst du, ja, lande mal hier, ist okay. Ah. Ich guck gerade, wo die landen sollen, aber wir können gleich in diesem linken Feld landen einfach. Am besten wären ja Rauchgranaten, dass man den irgendwie markieren kann. Nicht so. Wäre auch nicht schlecht. Die Landezone quasi. Aber. Ja, dann setzt sich halt ja auch Herr Stahl wieder nicht einen Marker setzen. Oder Mad Max oder keine Ahnung. Eine Marker, sehen das denn andere oder was? Ja? Wo ist jetzt genau die Landezone? Ja, da bin ich an Überlegen. Oder was meinen Sie denn, wenn wir das jetzt hier, wenn wir das jetzt hier links machen? Man könnte auch aus Cop-Autos so ein Vierer-Quadrat bauen. Genau, wollen wir das machen? Weil hier, ich habe ja hier von oben hier so was Schönes gesehen, dieses Runde hier, ne? Und wenn wir hier 4 Polizeiautos rumstellen, ein bisschen schmaler, und da müssen die reinlanden, wäre das möglich? Wo ich hier lande, wo ich hier stehe jetzt, ne? Seht ihr mich? Ja, das geht. Okay, das, ich gebe es weiter. Ne, das wäre doch cool. Mit Rauchgranaten, bitte. Rauchgranaten gehen nicht, das ist immer Tränengas automatisch. Mit Rauchgranaten. Harm! Gut, das geht klar, Heini. Ich glaube, der ist gerade aus dem TS rausgegangen und versucht hier viel... Guck mal, wie sie sich da alle die Autos schnappen, das sieht süß aus. Ja, da sind sie doch schon gut. Das klappt aber, gut. Kommunikation ist alles, ne? Ja, kennen wir, Heini, ne? Das kennen wir ja. Ihr müsst aber ein bisschen Platz machen da alle, sonst nicht, dass alle gleich Platz sind hier. Wir müssen erstmal erzählen, wer alles mitmachen will. Wir können uns ja mal alle zu Herr Stahl in die Mitte reinstellen. Ne? An der Linie aufreihen und salutieren, bitte. Was ist das da für ein Hubschrauber, der da steht? Der schwarze. Das ist, Hubschrauber. Ja. Ach, den kann ich nicht gucken? Nee. Oh, der ist ja geil. Da lustet man noch. Du bist doch bald Polizist, Heini. Dann kann stell euch mal auf die Analyse, dann kann der Heini hier durchzählen dann. Bitte? Genau, Heini. Einmal durchzählen. Kann ich ja, ich glaube, wir stellen uns gleich alle, die mitmachen, sollen sich in diesen Raum gleich reinstellen. Ne? Und jetzt dann zählen haben wir nämlich. Hier aufgereiht, so schön. Auf der Linie, Heini. Ach, da hinten haben die dich aufgereiht. Ja, stell ich auch mal hin. Hallo. Alle da hinten zur Reihe. Dich überfahren, bitte. Penny ist gleich platt. Ich sehe es jetzt schon. So, und alle, die mitmachen, die sehen ja hier, genau. Genau. Dolo braucht noch ein. Alles klar. Ja, wer spricht ja, da? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich. Wer spricht? Hier, bitte, Herr Volker. Ich zieh dich runter, ja? Jo, danke. Bist du im TS drinne? Winnie, er ruft Al Heini und ich höre ihn nicht. Du bist mir jetzt schon belayt. Heini? Ja? Zufrieden? Klasse. Genau so ist er super. Und ja, hier drinnen sollen die landen. Ich habe das so gedacht, dass wir machen das jetzt. Was ist das denn? Da stehen die alle reit und liegen. Ja, klar, Heidi. Ja. Das sind Heidi, die Leute, die mitmachen. Ich brauche erstmal einen Rucksack. Volker, komm mal her. Das kriegst du sofort. Wohin? Wie alle geil ist das denn? Wie die da stehen? Hermann, ich muss doch eben Salute, salutieren. Ali. Ich wüsste nicht, wie geil ist das denn? Sag mal, die Raute fahren, geh mal. Raute. Raute zum Salutieren. Okay. Da sind aber noch mehr gewesen. Da wollte aber noch jemand. Chameleon ist da, genau. Da war doch noch jemand. Ah, das Dorschen ist auch da. Den Namen kann ich mir nicht merken, den vergesse ich immer. So, dann sind wir 6. 8 Leute sind wir, ne? Und wer ist hier? Ach, Herr Stahl ist hier. Der Polska ist auch noch hier, ne? Ja, aber ich hab gar nichts. Ich bin jetzt zufällig hier, weil vor dem Wiesbaden. Kein Thema, du kriegst einen Fallschirm von uns. Ja, das ist super, aber mein Anliegen war halt, dass mein Fahrzeug verschwunden ist, weil ich kurz zuvor hier mit dem Fahrzeug war und jetzt bin ich jetzt ohne Fahrzeug. Ja, das liegt aber am Server Restart. Der ist wieder in deine Garage drinne. Ja,
Da kannst du ihn wieder rausholen. Weil wir gerade Probleme da leider mit dem Server hier hatten, gerade eben. Aber hier in der Garage beim Flugplatz kann ich dich nicht holen. Das Auto habe ich gerade nicht bekommen. Nein, nein, da kriegst du den Helikopter, ne? Nördlich vom Flughafen ist der Garage, da kannst du ihn wieder rausholen. Skyjunkie? Skyjunkie? Ich finde, wir können anfangen. Solo 1 hat noch keinen Fallschirm. Kommst du auch ins TS rein, bitte? Ich habe keinen Fallschirm, ich weiß jetzt nicht, wie ich den kriege. Ja, ich brauche die IP dazu mal. Die gebe ich dir jetzt von der Handy, ja? Folg mir mal. Mit. Ich bin der Typ. Einfach mit dem schwarzen Heli. Ich bin unterwegs. Ich folge dir. Ich hole auch jetzt mit dem Typen dort hinten einen Fallschirm. Kann ich die Hand wieder runternehmen? Ich kriege einen Krampf. Ach, der Solo 1. Wo ist ein Skyjunkie? Einmal anscrollen auf Inventar, deinen Rucksack wieder rein in den Heli und den steuerbaren Fallschirm in deinen Rucksackslot. Ist der hier Relog-Teilnehmer? Erledigt, alles klar, dankeschön. Bitte? Du ebenfalls. Der hier Relog-Teilnehmer? Wo ist das? Ja, ich glaube ja, genau, der wollte auch hier rein. Wo ist er denn? Okay. Volska, passt. Ach, hier ist ein TS jetzt drinne? Jetzt kurz auf. Jetzt habe ich nur eine kurze Frage. Dann leider auch nicht mehr allzu lange. Ich müsste dann gleich. Wie funktioniert das jetzt mit Essen? Aber naja. Warte, erklären wir gleich ihm alles. Sofort. Wir müssen eben ganz kurz mal im System hier reinkriegen. Mein Gehirn ist nicht so weit. Heidi! Nee, ich bin ein bisschen. Ich lerne dann gerade eben, weil ich habe das gestern erst angefangen zu zocken und habe gerade bei wieder so 2-3 Stunden Spielerfahrung, wenn ich das krass. Oh, ist kein Thema. Das zeigen wir dir gleich, wie das alles geht. Wir müssen erstmal sehen, wo die ganzen Fallschirmspringer sind, die mitmachen wollen. Herr Stahl, hat gerade jemand ins Raum reingezogen, kann das sein? Wie bitte? Haben Sie gerade jemand hier im Raum reingezogen, oder? Die ja, Relog, das bin ich. Ach, der ist da. Wo stehst du denn hier auf dem Flugfeld? Ich bin hier am schwarzen Helikopter, ganz am Anfang. Kommst du hier zu den salutieren? Jo, Sir, jawoll. Ich hol dich ab. Schon gestoppelt. Ey, ich krieg deinen Fallschirm nicht raus. Ja, Relog gehört auch dazu, oder? Ja, Relog gehört dazu, ja. Nee, ich komm Komodo. Komodo ist auch dabei, ja. Komodo ist auch dabei, ja. Relog würde ich höre mich doppelt, wer hat Mikrofon laut? Reduzieren, ausmachen. Oder ausmachen, ja, wäre noch besser. Mikrofon ausmachen, ja. Ja. Irgendwas stimmt Augenblick, da nicht. Augenblick. Ja. Na, ja, schon besser. Komodo? Gott sei Dank, ich war das nicht, wa? Halleluja. Ja. Kommst du auch ins TS rein, bitte? Bin gleich wieder da. Okay. Ich gebe dir die IP-Adresse, ja? Ja, danke. Jetzt oder hast du die hier schon vom THC-Server? Ich bin hier drin die ganze Zeit. Was passiert denn, wenn ich meinen Fallschirm jetzt schon öffne? Ach da! Gebe ich dir Komodo. So viele? Dann bist du hier offiziell gelandet und ja. Ach so, okay. Also wenn ich mich setze und den Fallschirm aufkriege, hier habe ich gewonnen. Ja, du bist ja weit vom Punkt weg. Ja. So viele sind schon Fallschirmspiel. So, aufstehen, Chameleon. Salutieren. In einer Reihe. Ja. Der Herr Komodo hat den letzten Fallschirm dann, wo ich da habe. Gut, ich habe ja mein Handy auch noch ein paar drin, ne? Wer braucht denn überhaupt noch welche? Also, die haben alle erstmal einen, aber es ist halt nur der eine Sprung maximal möglich. Und wenn noch mehr kommen, habe ich keine mehr. Gut, aber ich habe ja noch 13 oder wie viele 10 im Ding drin, ne? So. Ich muss ihn eben runterziehen, wenn er jetzt in der Eingangshalle drin ist. So. Komodo? Ja. Gehören diese Helis, mit denen wir springen werden, Privatpersonen aus dem Spiel oder ist das in-game? Ja, ja, Komodo, Herr Stahlseins. Der Stahlseins, Mainz und die Polizei. Was, Herr Stahl? Der Komodo hat keinen Fallschirm, oder? Nee, genau. Okay, kommst du mit? Musst du mal an Heinis Heli gehen. Der kommst du mit, Komodo? Hier zu mir? Oder ist da noch einer drin? Einer ist noch da. Komm, kannst du Herr Stahl hingehen? Der hat noch eins für dich. Also hier, Heli ist einer drin für dich. Hat jemand gerade die Frage verstanden oder sollst du nochmal stellen? Oh, da hinten fährt ein Pickup. Ich sehe schon. Ach, das ist Stahl. Gehört diese Heli zu jetzt habe ich einen. Privatperson? Hast du einen? Krieg ich doch, ne? Ja, der Schwarze oder der welche? Ja, habe ich. Der Schwarze ist von dem Kopf. Stellst du dich auf die Linie auch da hinten hin? Wie im Knast? Waffen im Knast? Dann weißt du, wie das ist. Ja. Relog. Hallo. Ja.
alle, die alle jetzt mitmachen drücken wollen, die sind alle im TS drinnen, ne? Könnt ihr euch alle mal hier aufstellen, ich will ihm kurz was zu erklären. Ja, ja, und alle, die sich hier aufstellen, singen jetzt ein Lied. Das wäre doch was. Kommen noch welche angerannt? Ja, du stimmst das an, jetzt okay. Alle? Okay. Altes Sky-Jungle. So, 3, 6, 9, 10 Stück. Also 5-mal fliegen wir hoch und immer zu zweit. Also, hier immer zu zweit fliegt man. Okay. Und auf 1000 Meter Höhe sage ich, jetzt abspringen. Dann springt ihr raus. Wann ihr den Fallschirm öffnet, ist egal. Ne? Wenn ihr meint, ihr wollt selbst mal machen, dann könnt ihr einfach gar nicht öffnen. 2 Meter vom Boden. Die letzte Sekunde müsst ihr selbst wissen. Fakt ist, da wo die 4 Polizeiautos stehen, da müsst ihr drinnen landen, reinlanden. Also wer als erstes von euch beiden da drinnen landet, der hat dann gewonnen, ne? Nein, der ist weiter, Heini. Ja, der ist weiter, Entschuldigung, der ist weiter, genau. Und das machen wir dann mit der nächste Gruppe und dann immer, ne? Versteht ihr, ne? Ja. Ja. Also wir gehen. Aber ja. Wie kann man jetzt öffnen? Genau, wenn ihr oben seid, wenn ihr oben seid und ich jetzt sage, ne, dann müsst ihr mit der Maustaste, wie ihr auch ein Autobinde aufschließt und sowas, dann steht da abspringen. Dann mit WASD lenkt ihr diesen Fallschirm, ne? Und wenn ihr jetzt Mausrad wieder drückt, dann steht da auch Fallschirm öffnen. Ach nee, alles das, mit Mausrad. Das brauchen die nicht, das brauchen die nicht. Ey, ich hatte Bock, zu sterben. Naja, den Geld auf dem Konto packen, ne? Habt ihr alles soweit verstanden? Ich hätte noch eine Frage. Zählt das, wenn ich jetzt den Fallschirm gar nicht aufmache und trotzdem da drin land, zählt das dann auch? Die Idee kam mir nämlich auch. Ja, ich glaube, da habe ich kein Problem mit, oder? Also, theoretisch bin ich ja gelandet in dem Kreis oder in dem Viereck. Herr Stahl, was sagen Sie? Du bist aber tot, du musst lebend landen. Das ist gerade ein anderer Channel. Ich wiederhole mal das WSDL, also WSD, es ist zum Steuern und zum Öffnen des falschen Mausrads. Genau. Genau, das steht ja auch da, öffnen und springen. Ne, ich denke aber, wir müssen leben und genau, man soll lebendig ankommen, okay? Okay, genau. Das ist fair, lebendig ankommen. So, und dann machen wir das so, der erste Platz, der gewinnt, der bekommt ja einen Donator-Status von 10 Euro. Und das glaube ich, 5 Wochen dauert das ja, ne? Und der zweite Platz, kurzfristig überlegt, bekommt einen von 5 Euro, okay? So haben 2 Leute dann eben was davon. Die würde schon müssen Geld in Ingame-Geld genügen. Ja, kriegst du gleich. Nee, aber erstmal wollen wir jetzt Realgeld, also mit Donator-Status, ne? Kenn ich nicht. Wie gesagt, ich bin neu hier. Ja, dann hast du da, kannst du denn hier zum Shop, dann kriegst du ein paar Sachen günstiger und so ein Scheiß. Alles für die Hälfte. Alles für die Hälfte. Alles für die Hälfte und da so was. Ne? Nee, gibt verschiedene Stufen. Naja, kannst du ja verschenken. Ich brauch halt nur aber du bist noch nie geflogen, ne? Ne. Ja, okay. Dann, du kannst mehr Häuser kaufen. dann ist ja nicht so schlimm. Darf ich dann als erster springen? Kannst du gerne. Genau, wir können ja. Ich mache eben kurz eine Gruppe. Wer möchte als erstes springen? Ich, Sir. Chameleon und Polski, okay. Nee, Chameleon, und wir zwei springen zusammen. Komm. Okay. Okay. Lass den anderen den Vortritt. Wer möchte mit Polska springen? Oh, ich muss gleich essen, die Story. Solo 1, den kenne ich gerade von Polen. Ja, dann springen wir aus. Zuletzt ist ja egal. Ja, ich bin da. Nee, ich lasse also den Komodo. Vortritt. Okay. Komodo und Polska, ja? Jo. Komodo und Polska, so. Okay, dann fliegen wir los. Ihr wisst Bescheid, wenn ich sage jetzt. Dann springt ihr da in den Polizeiautos da rein, okay? Also, mittendrin. Nicht durch ein Fenster. Okay, dann rennen wir jetzt, dann jumpen wir dahin. Und die anderen bleiben bitte hier Chameleon stehen und rennen nicht rum, dass wir hier Ordnung haben, okay? Ich muss gucken, ob wer landet. Okay, ich komme. Ja, ihr seht das ja von oben, wenn die abspringen, okay? Das überprüfen wir hier 4 Polizisten. Ich glaube, das kann man nicht ein bisschen höher fliegen als 1000 Meter? Ist ja langweilig. Was denn? 1000 Meter. Ja, soll ja auch nicht so lange dauern, ne? In den Aufnahme mal, ich habe eine 200 GB Festplatte nur noch. So. Das ist aber ein Privatheli, ne? Das ist meins, ja. Also, Füße sauber machen und hier wird nicht drinnen geraucht, das sage ich dir so schon. Ja, toll, jetzt habe ich sie gerade an. Ja, ehrlich. Ein schönes Marihuana hat er sich angezündet. Ich habe nichts zum Kiffen mit, das gibt's ja nicht. Vielleicht ihr versteht das, ne? Wenn ich sage jetzt. Verhaften.
Was ist da los? Wenn, dann will ich schon richtig high werden. Also, high, so, high. Und Konzentration bitte. Und es geht los. Nichts. Hoffentlich stört sie nicht ab. Das war ja auch noch ein Ding. Ich hab gerade ein schönes D-Sync hier. Wer sah nicht eher unten? Die Nein, was mach ich denn hier für ein Scheiß? Die ist eher unten als die Fallschirmspringer. Mach den Autohuber an. Also ja, ich sehe gar nichts, bei mir ist alles am Flackern hier. Du musst doch nur Shift drücken. Nee, ja, hab ich. Bloß eben mit dem dicken Finger haben wieder Maus bewegt. Ja. So, 300 Meter sind wir gleich. Das kann ja wohl gehen. Ich hab voll das D-Sync hier. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Nee, ich hab kein D-Sync, also ich hab keine Lex. Obwohl ich eine Scheißleitung hab, aber... Ich habe auch keine Lex, hier passt das auch alles. So, gleich sind wir auf 500 Meter, konzentriert euch. Herr Komodo und Herr Polska. Ja. Lass mich auf Peter. Wer ist eigentlich eher unten? Kann jemand mitfilmen? Ah, siehst du, ich wollte Bandicam noch anmachen. Scheiße, hab ich vergessen. Ja, soll ich mit aufnehmen? Ja, Fangeber, nimm auf. Und, ja. Kannst du ja ruhig machen, wenn das dein Rechner ab kann, ja. Ja, natürlich, ich hab einen Gaming-PC. Weil ich, ja, okay, dann mach mit an. Dann kannst du mir später mal zukommen lassen, dann können wir das zusammenschneiden. Oder du bei dir hochladen, je nachdem. Ja. Weil okay. So, 700 Meter sind wir. Mir wird schon ganz schlecht, ich war noch nie so hoch hier. Ich kann Bandicam nicht anmachen, weil wenn ich Bandicam anmache, kann das sein, dass mein Rechner blockiert wird und dann muss ich den Rechner neu starten. Ja, nee, dann lieber nicht. Das lasse ich sein. Gott, ist das hoch, ey. Wie geil ist ja. das? So, wir sind auf 850. Macht euch beide bereit. Oh je. Die Armen, du hast Leute. Aber aufgeschlossen, oder? Ja, ich hab da nicht zugeschlossen, ne? Das war ja auch ein Ding. Alle abspringen und der Heli ist zu. So, und 3, 2, 1, abspringen. Das Bad Vehicle, was heißt das? Der Feind. Alles klar, ich muss wieder runter. Tschüss. Ja, da fliegen sie. Das sieht ich springe aber schnell, aus. Ich kann gar nicht so schnell landen. Oh, da sind sie runter. Was hat der erste gezogen? Die sind aber schnell runtergesprungen, ey, wo sind die denn? Die haben sie aber gezogen. Da vorne. Zeit. Was denn? Kommt so erstmal zurück, Heini. Was ist, wenn beide nicht drinnen landen, Heini? Ja, dann sind beide ausgeschieden, ne? Ja, oh, genau. Okay. Da knallhart, du, ich muss auch Geld sparen. Musst du nur noch sparen? Nee, also, wenn die nicht punktgenau landen, sind sie raus. Sag mal, wie weit unten seid ihr denn? Das erste Mal, wo ich geflogen bin, habe ich 2 Stunden 1000 Meter gebraucht. Ihr seid ist jetzt das wie beim Heli, dass man mit Shift und so Höhe regulieren kann? Nein. Nee, das machst du alles mit WASD, ne? Nein. Du gehst automatisch nach unten, da kannst du keine Höhe verstellen. Du kannst, wenn du dich mit S zurücklehnst, kannst du noch ein bisschen was rausholen, also das geht schon. Ja, ist Herr Stahl auch hier im Chat drin? Ich meinte jetzt, dass ich irgendwie schneller runterkomme, zum Beispiel. Ja, den Fallschirm abwerfen, damit ein bisschen schnell muss. Herr Stahl ist der Herr Stahl auch hier drin, nee, ne? Ja, der ist hier. Dass das mal einer beobachten kann. Oh, sieht aber gut aus. Aber ich komme ja gar nicht so schnell runter hier. So, Hans, ja, einer ist geschafft. Ja. Der Polska. Wer hat's geschafft? Ja, Polska. Ja, der Polska ist erster, der andere ist raus. Der Polska war früher da als Herr Komodo, der hat's nämlich auch geschafft. Okay, der hat's geschafft. Ja. Komodo ist raus. Gut, jetzt nochmal einen Fallschirm holen. Gibt's auch noch eine Hoffnungsrunde? Nee, wa? Den Trostpreis. So, wer will denn jetzt als nächstes? Zwei Leute. Wer ist das? Wer ist hier? Distortion und Chameleon einmal bitte. Wäre sehr lieb. Ich würde mich dann gleich zum Essen bequemen. Da rennt schon jemand hin. Ja, achso, da rennt schon jemand. Relog. Guck mal, nimm mal einen Fallschirm, ne? Also möchte Relog, möchte springen und... Also Relog ist drinnen? Geiger. Ich bin drin. Und wer noch? Ich komm. Geiger. Wer ist das? Sky Junkie. Ah, Sky Junkie ist auch dabei. Oh, cool. Ich kann nicht gesehen. Jawohl, keine Sorge. Ich wollte nochmal. So, seid ihr drinnen? Ja, kann das gehen. Halt! Was halt? Ja, nee, gut. Ist klar. Keine rassistischen Äußerungen hier, bitte. Nee, um Gottes Willen nicht. Alter, die meinen nur, weil ich hier Pole bin. Bin ich am Clown oder was? Alter, voll den Dämmis. Ich muss mal auch immer Ostfriesenwitze anhören, das ist nicht so schlimm, also. Ja, nee, aber das gehört sich nicht. Der meinte so, nicht, dass sie jetzt einen anderen Patcher nehmen,
sag ich, nee, ich wollte noch mal einen Fallschirm, noch mal hier so einen Fallschirm mitnehmen. Mit dem Jump und so weiter. Und er meint hier, ja, der Name sagt ja für sich, ne? Da kann er was für Schnäuzerung machen. Als Bullen. Ah, das ist ja noch harmlos. Ach, ein Bullen. Ach, war Contenance, hier sind viele Polizisten im Chat. Ja, ja. Fran Gamer rennt mich hier um. Nein, nein, alles hier Contenance. Gesittet, oder? Genau, ja, ich wollte. Wenn du wieder Rebelle bist, dann kannst du wieder aus sich rauskommen. Ja, ich hab doch jetzt mein Aufnahmeprogramm extra angemacht. Oh, gut, super. Ja? Schön, kannst von unten ein bisschen filmen, genau. Genau. Müsste eigentlich gut gelingen. Ich hab 30 FPS. Super, 30 ist okay. Schön. Ist es in Ordnung, wenn ich kurz in die Stadt von Norden hier nach zu Nord zur nördlichen Stadt gehe? Was willst du? Kannst du noch kurz in den Norden gehen in die Stadt? Was willst du da denn jetzt? Nee, jetzt ist das Wettbewerb schon am Gange, jetzt nicht mehr. Ah, ah. Hier ist auch Geld. Was wolltest du da denn? Pizza holen oder was? Nee, ich wollte mein Auto holen. Nee, jetzt nicht mehr, jetzt ist vorbei. Nee, nee. So, fertig machen, wir sind auf 950 Fuß jetzt. Meter. So, macht euch fertig bitte. 3, 2, 1, springen! Jawohl, da fliegen sie. So, ich komme von oben wie ein Rasenmäher. Okay, der erste Fallschirm ist auf. Der zweite auch. Der zweite hat natürlich, wenn er trifft, den Vorteil. Ja, klar, natürlich. Dann erstmal hier am Vorteil, weil man den Fallschirm möglichst spät aufmacht. Sehe ich das richtig? Weil man den ja schneller fällt. Ja, ja, du kannst das auch einen Meter über. Umso später, umso mehr, umso eher bis oben. Ja, ein Meter über Boden, das reicht. Ja, dann. Aber denk dran, dann bist du tot, ne? Das ist genau übers Loch. Lebendig ankommen. Und lande nicht auf dem Mähdrescher. Wer war da? Wer war da? Der eine ist ja jetzt schon unten, ne? Was? Mal gucken, was Sky Junkie trifft. Wer ist unten? Noch niemand. Nee, aber wer ist da ganz unten? Ritter Sky Junkie. Oder? Wer ist das? Sky Junkie, ja, okay, der hat einen richtigen Namen verdient wahrscheinlich. Wenn er die Mitte trifft. Ja, das trifft er. Ob sie wirklich richtig stehen, sehen sie, wenn das Licht angeht. Das sehe ich. Genau die Mitte. Ja, wunderbar. Da hat er. Ist er drinne? Eine Runde weiter. Gut, Distortion. Und wer war das jetzt? Sky Junkie? Ja. Distortion wollen wir. Ja. Darf ich noch aussteigen? Warum? Ich hab Angst. Wo fliegt denn der Grillo hin? Ich hab das gerade zum ersten Mal gemacht. Also, wo fliegt denn der Grillo hin? Der hat von oben McDonalds gesehen. 3, 2, 1 und unten genau. So. Daneben. Die nächsten beiden, wer ist das? Chameleon und Distortion. Ja, von wem sollen wir die nächsten sein? Nein, ich flieg zum Schluss, damit ich das wie alles. Wie hieß dieser Name? Alle anderen Gott, Distortion. Distortion. Solo hier die S. Ja, habe ich gehört. Aber wenn ich mit dem Harm fliege, der verliert immer die Mähdrescher. Ja, der hat jetzt keinen dabei. Also. Das werde ich nie wieder los. Okay, zwei Sekunden. Seid ihr drinne? Ja. Okay, haltet euch fest. Und jetzt geht er los. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ihr seid beide Profis, ne? Mindestens. Oh, da bin ich mal gespannt. Das wird ja spannend. Könnt ihr mich erstmal absinken lassen wieder und dann erst abspringen? Ich will das mal sehen, wie ihr das macht. Ich sehe das von oben ja nicht. Du kannst gleich auch mal den Beispiel mit Herr Stahl den Pilotensitz tauschen. Dann fliegt Herr Stahl auf 1000 Meter hoch und dann... Ich würde es gerne mal ausprobieren. Nee, außer Herr Stahl traue ich keinen meinen Heli an. Kannst du das Land ist der Stahl im Chat drin, ne? Ja. Hätten Sie da Lust drauf? Ja. Oh, gerne. Ja, schade, dass ich das machen könnte. Wäre super auf jeden Fall. Was denn? Dass ich meine Heli mal kurz nach oben und nach runter steuern kann. Du bist doch neu hier, oder ja, nicht? Und willst gleich meinen Heli... Ich kann ja die Steuerung gucken, also... Nein, weißt du, wie teuer das Ding ist, du? Da muss ich mich für prostituieren, von Morning.
ist doch jetzt einfach was nach so hochziehen, also nach oben. Also, ja, nee, nee, ist egal. Das macht, das ist einfach zu fliegen hier, aber das, nee, nee, das traue ich keinen an. Heidi, hast du das dann, hatte keinen Autopilot? Ja, klar. Was denn? Ich, ja, ist egal, nein. Das kann ich nicht sagen. Nee, ja, nee, nee, außer der Stahlträger will ich keinen an, um Gottes Willen. Gott, die sind so. Wenn der Autopilot hat, kann er ja abspringen. Ich bin jetzt bewölkt, ey. Hab ich Pipi in der Hose. So, ihr könnt euch aber schon mal fertig machen. 900 Fuß ist. Da ist nur nebelig, ich sehe gar nichts mehr hier. Habt ihr auch etwas zu essen, wenn nicht, dass ihr gleich sterbt? Ich wollte gerade sagen, essen und trinken ist Pflicht, ne? Und 3, 2, 1, abspringen! Yippie! Wie süß das aussieht, ey. Aber wenn ihr Essen und Trinken nicht mehr habt, hier in der Ecke ist eine Tankstelle, könnt ihr euch was kaufen. Nee, da gibt's kein Trinken. Nee, ehrlich nicht? Ach du Scheiße, das war nicht die Steuerung. Na, da kommt der Erste. Aber ihr vergesst den Schirm aufzumachen. Ah, da hat er einen aufgemacht. Gut. Total. Was ist der denn? Der ist geil gelandet. Also der landet. Was geil gelandet? Ist er schon unten? Nein, aber fast. Vielleicht noch. Ich muss essen, Leute. Ich darf nicht. Boah, heftig, da unten ist er gar nicht. Da ist er ja. Ich sehe ihn schon. Krass. Ja, ab 500 Meter sollte man unbedingt den falschen Ort machen. Danach wird's ich hab auf 200 gezogen. Hey, hier keine Tipps geben. Ich hab auf 1000 Meter gezogen, also ihr müsst gleich oben ziehen. Ja, genau. Sofort. Direkt oben, ganz oben. Sobald ihr raus seid, sofort ziehen, damit ihr schön... Du Sau! Wer hat das Wert gewonnen? Ich bin Erster. Wer ist ich? Das war übel. Wer hat dann gewonnen jetzt? Eine gute Frage, Heini. Du Scheiße. Aber wirklich nur um eine Millisekunde, glaube ich. Alter Vater, ey. Herr Stahl, haben Sie das gesehen? Wo kann man sich jetzt die Rucksäcke? Und wer hat gewonnen, würden Sie sagen? Alle im schwarzen Heli kann man sich die Rucksäcke holen. Also ich sage auch, okay. Christoschen hat gewonnen. Aber war knapp. Herr Stahl, wo haben Sie Ihren Pickup hingeparkt? Der schwarze Heli ist doch kein Fahrschirm mehr, oder? Den hat der Arschikow weggefahren. Ach, der kann eventuell leer sein, der Heli. Der ist doch leer. In welchem Polizeipickup habe ich eigentlich in meinen Rucksack reingemacht? Nicht, dass der Fahrzeug weg ist und das, damit hat er ja Aschnikow gerade irgendwo rum. Ach so, interessant. Da passiert aber nichts mit dem Ding. Da fährt ein Offroader. Dann wollen Sie jetzt mal hoch damit? Jo. Die Leute, die schon gesprungen sind, könnt ihr euch zu mir hinsetzen, dass da irgendwie noch eine Ordnung drin bleibt. Wohin denn? Wo ist denn das? Solo. Jetzt fliegt Solo mit wem? Ich bin drin. Wer fliegt denn noch? Hallo dir hier mal. Friesen-Michi! Ja. Solo. Ihr salutiert immer. Und. Ich salutiere. Also, alle, die schon gesprungen sind, mal zu mir, das wäre cool. Da ich ausgeschieden bin, kann ich ja wieder. Kann ich mich entfernen, oder? Ja, du kannst los. Ja, du kannst okay. Los. Ja, genau, kannst ruhig los. Jo, ciao. Tschüss. Beide da. Ach, er ist schon im Heli drin. Bitte? Beide drin. Ja, yep. Beide drin. Also ich hier einmal, wenn ich guck mal eben. Ja, ist drin. Ja, alles klar, wir sind beide dran. Okay, sagen Sie, wenn die abspringen sollen, Herr Stahl? Ich lande sowieso irgendwo in den Karpaten, ich weiß das jetzt schon. Aber ich werde auch wohl nicht viel besser. Dann wünsche ich erstmal noch mal ein viel Glück, ne? Mahlzeit. Bitte. Bist du später noch da? Ja, oder? Jo. Ja, dann bis gleich. Herr Stahl, sagen Sie, wenn die abspringen sollen bei 1000 Fuß? Ja, ne? Natürlich. Super. Darf ich jetzt schon abspringen? Klar, so verloren, ne? Ja. Wer muss denn noch abspringen hier danach? Ich. Ich kann noch. Fun-Gamer und Friesen haben nur noch, ne? Relog war ja schon, ne? Der hat ja mit Skyjump. Fun-Gamer mit haben, ja, das kann ja was geben. Fann, geh mal die Knarre aber drinnen lassen, ne? Ich hab ja keinen Rucksack dabei. Also kann ich keine Knarre rausnehmen. Ach ja, stimmt. Meine Knarre fährt ein Polizist spazieren. Gott sei Dank habe ich letztes Jahr eine Patientenverfügung gemacht. Ach, der Server ist so lustig. So was wie zweiter Versuch gibt's nicht, oder? Nein. Würde auch zu lange dauern, denn alles, ja, ne? Ja, klar.
Wir können ja öfter so eine Veranstaltung mal hier. Ja, sehen. Aber das ist schon witzig, muss ich sagen. Wenn ich danach gesprungen bin, soll ich dann trotzdem noch in der Nähe, also mich wieder hier herstellen, damit ich das weiterhin so... Ja, bitte, bitte, bitte. Gut. Geht gleich los. Ja. So, Konzentration. Das kann ja was geben. Das kann ja was geben. Oh ja. Ich, darf ich noch zurücktreten? Nein. Nein. Korb dicht. 3, 2, 1, raus. Seid ihr schon am Fliegen? Ja. Ich klatsch gleich unten auf, ohne Fallschirm. Ich sehe euch gar nicht. Da sehe ich die ersten schon. Ach, da seid ihr. Ich dachte, das wäre ein Fliegenschiss am Monitor. Eine. Was fliegt da alle im Himmel rum, außer die beiden Fallschirme? Ja, habe ich schon verloren. Der hat den Fallschirm später aufgemacht. Scheiße. Nein, wieso? Nee, du musst ja auch erstmal pünktlich da landen. Also erstmal punktgenau landen. Ja. Was fliegt da alle rum im Himmel? Das sieht so geil aus. Wo will denn der hin? Aber ihr beide könnt das, ne? Wir versuchen es, ne? Der Friesen-Michi, ne? Ja. Okay. Wie geil ist das denn, ne? Ach, Kinder. Pass es zu warten. Da können wir auf Vox ein Doku von machen. Wir sind ein Käffchen, ich habe ein Käffchen mit. Du kannst hier eigentlich Waffenschein holen. Beim Waffenhändler. Ja. Oh Gott, ich glaube, ich gehe einen Schritt zur Seite. Der kommt. Was meinst du? Ich glaube, ich gehe einen Schritt zur Seite, da kommt was auf mich zu. Ich meinte der andere, der gerade was gesagt hat, der junge Mann, wie hieß der? Meinst du mich? Ja. Wo ist denn der Waffenhändler? Ja, wenn du gespendet hast, Donarshop, worum es jetzt hier geht, dann kriegst du das beim Donatorshop Waffen, ne? Oder eben in diesen, wo war das, Sophia, da ist ein Waffenmarkt. Der, wo als erstes landet, ne? Siehst du, ich muss hier weg. Der landet ein bisschen falsch. Ja, ich sehe das ja. Schon. Und? Dann außerhalb. Hat der andere dann automatisch gewonnen, oder, also ist der automatisch? Nein, erst, nee, muss nee, die müssen da drinnen landen. Der muss drin landen. Nee, wir sind beide draußen, aber ja. Ich bin auf jeden Fall draußen, das ist hundertprozentig. Friesenhaben muss auch, die müssen, das ist ja Ziel. Der zweite Springer ist noch im Rennen. Ja, natürlich. Ja, und wenn der auch daneben landet, ist der auch raus, Heini. Wie wir das, der ist auch draußen. Genau, wie wir das besprochen hatten. Ja, aber der aber bis sieht jetzt so aus, als wenn der schafft. Ich lauf mal ein bisschen näher. Für mich wäre der Donator-Status sowieso nichts, weil ich die nächsten Wochen ja weg bin. Ja, mach ich nicht. Ich hätte den, wenn ich Erster geworden wäre, ich hätte den sowieso an dem Zweiten abgegeben. Du bist schon gelandet, du warst das jetzt, ne? Ich war das, ja. Jetzt muss Onkel Friesen haben noch hier. Ja, es sieht so aus, als wenn das schafft. Oh, das sieht gut aus. Nein, jetzt nicht. Nee, das war's. Schafft er nicht mehr. Schade drum. Scheiße. Nee, der kann nicht hochziehen, das geht nicht. Ja. Okay, daneben. Slider draußen. Ja. Aber ist doch keiner gestorben, ne? Nee, komischerweise nicht. So, und jetzt Harm und Fun-Geber. Harm und Fun-Geber, ja, das kann ja mal gehen. Oh nein. Der letzte Sprung. Oh, ich hab dich gefragt, Fun-Geber, du wolltest nicht mit mir. Siehst du? Jetzt hast du den Salat. Ne? Ja, eigentlich wieder oder sie wieder. Kann ich eigentlich anrufen? Würden Sie das nochmal machen? Ja. Hochfliege. Gerne. Wird eigentlich der zweite. Da kann ich jeden sagen, im Video, Herr Stahl hat ein Heli gefunden. Kann ich als Mitpassagier, als Co-Pilot mit einsteigen? Bei dir. Normalerweise ja. Herrn Stahl ja, fragen. Das spielt eigentlich keine Rolle. Dann komme ich noch ganz schnell zu dir. Ich muss Herrn Stahl fragen, der fliegt jetzt. Ach, das ist Fall? Aber ja, ein Heli, also entscheide ich das nicht. Bitte? Das ist dein Heli, also entscheide ich das nicht. Ja, wenn er nichts dagegen hat, dann kannst du ruhig mitfliegen, wenn er nicht gerade noch am Start ist. Jo, dann aber schnell. Ja, ich komme. Genau, schnell. Tiet ist Geld. Die beiden drin? Ja. Seid ihr drinne? Ne, die beiden Springer. Jo, ich bin drin. Harm und Fun-Gamer. Okay, dann starte ich. Ich bin drin. Der andere ist auch drin. Jo. Kurz auf K.
Oh nein. Ja, ich bin auch mal AFK, mein Bier ist leer. Denk an euer Essen nicht, dass ihr gleich sterbt, Alter. Nein, ich hab noch 70, 80. Wenn ihr was braucht, ich hab noch zwei Burger mit und ein paar Wasserflaschen und keine Ahnung. Ja, ich hab auch noch ein bisschen mit, wenn jemand was braucht. Und Reh. Mhm. Wo ist eigentlich der Höhenmesser bei dem Heli hier? Sehen nicht. Ja, der sieht nur der Fahrer. Also der Fahrer also sieht das Pilot. Ja, der fliegt. Wie viel kostet so ein Heli? Danke, Black. 1,2 Millionen. Und? Nee, 600.000. 600.000 nur? Nur ist relativ, muss erstmal verdienen. Und wie viel darf man, also wie hoch ist die Ladekapazität? Hier ist nur 100. Ist so wenig. Ja, dafür bist du aber mächtig schnell. Ja, wenn ich aussteige, also abspringe, habe ich dann selbst auch ein Höhenmesser? Ja, so siehst du alles automatisch gleich okay. da. Okay. Weil das ist mein erster Sprung. Geil, dann haben wir auch schon der letzte. Ja, mal sehen. Nee, ich sehe ein Höhenmesser. Also ich habe den Höhenmesser ehrlich gesagt nicht gesehen, ich habe auch nicht drauf geachtet. 925, 59. Bereit machen. Stimm ruhig. 3, 2, 1, raus. Jung. Seid ihr gesprungen? Ja. Hab ich den Schirm jetzt auf oder soll er nicht auf? Der Weg, der Weg. Ah, ja, nee. Jetzt hast du ihn aufgemacht. Wo krieg ich noch einen Fallschirm für die nächste Runde? El Carbone, wo bist du? Oh, wie viele sind auf dem Server dann drauf, ey? Eine ganze Menge. Heidi. Wo kriegst du den nächsten Fallschirm für den nächsten Jump? Sag ich meine. Bisschen. Wie heißt du denn nochmal? DZ Polska, der erste, der Gewinner der ersten Runde. Polska, alles klar, gebe ich dir gleich, hier ist ein Heli drin. Oh, bei mir. Okay. Oh, wer kommt denn da runter? Bang Gamer. Ah, super, supi. Bremsen. Daneben. Schade. So. Im Fahrzeug. Genau. So, jetzt kommt der Mähdrescher runter. Aber es dauert noch ein bisschen. Der ist das Problem ist nur, hier ist kein Wasser. Stimmt, hier ist ein Teich. Stell dir vor, das Wasser, genau. Das ist ja mal ein Fail. Ja, hab ich auch hingelegt, Van Gamer. Ich weiß, bei mir auch. Was soll's, Van Gamer. Ja, ich hab ja auch ab nächste Woche, also. Ja. Was, ab nächste Woche hast du falsch im Training? Nein, den Donators-Status. Ach ja, stimmt, ab Montag, ja, genau. Ja. Kommt man als Zivilist eigentlich an die Fallschirme ran, oder warum muss man dafür irgendwas anderes sein? Ne, du musst den großen Helikopter kaufen, da sind die drin. Ah ja, okay, gut. Wo wir hiermit fliegen, ne? Also noch 2 Tage zocke. Ja, den kriegst du aber nur mit dem Donator-Status. Als normaler Zivilist kriegst du den Heli nicht. Also auch kein Fallschirm. Also auch kein Fallschirm dann, genau. Kann ich doch nicht über fürs nächste Mal. So, dann wir vereinbaren mal einen Termin, da können wir alle mal ein bisschen üben, ne? Das ist kein Thema. Ja, das können wir gerne machen. Das können wir mal machen. Gut. Der ist da. Der ist da. Wo ist der Fallschirmspringer? Da oben. Harm, hängst du am Baum oder warum? Ich wieg 130 Kilo. Ich hätte doch eigentlich schon lange unten sein müssen. Ja, das, der macht mich schon überall. Da ist ja noch einer. Wann hast du deinen Fallschirm geöffnet? Bei wie viel Meter? Bei 500. Kann ich dir genau sagen, weiß ich nicht. Bei mehr als 500. Bei 1000? Nein, bei mehr als 500. Bei zwischen 550 und 500. Bei 730 ungefähr. Ja? Okay. Ja. Gut, dann drehen wir hier unten mehr. Also, du hast ein bisschen. Jo. Wo bist du? Ach, da, Harm, wo bist du? Ich hab das Der will zum Stacheldraht. Harm, wenn du W drückst, ne, dann bist du schneller und mit S bist du wieder langsamer und mit W, ASD kennst du ja ganz normal. Das ne? war mein Fehler, das mit dem ein bisschen schneller, deswegen bin ich raus. War auch mein Fehler.
Wer schickt mir denn jetzt eine SMS? Dem kann ich für mich. Wie geil. Oh, kann ich mehr. Der war gut. Der ist so. Der Admin, denkst du am Restart von 24 Uhr? Geniale Sache, Admin. Super gemacht. Der Kaife. Oh, der war genial, der war gut. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott. Der war gut, der war nicht schlecht. Naja, dann du musst nach rechts drehen. Harm, du musst wieder drehen, wächst du, ne? Harm, wenden. Harm. Bitte wenden. Hilfe! Ich weiß, du siehst Wasser, aber du musst rückwärts. Ja, das schafft. Immer, das ist das Terminal, da musst du dich. Das sagt er noch. Von der Höhe, von ja, der das könnte, das noch hin. Ja, das könnte er schaffen, ja. Ja, ich will es hoffen, weil ich möchte ihn nochmal fliegen sehen. Wenn ich will, dass er es schafft. Die Neigung ist gut. Ja. Und! Ja! Ja. Er ist tot. Er ist tot, scheiße. Wo bin ich dann tot? Hat er das vergessen? Harm, du bist tot. Jetzt geiert hier nicht alle um das Geld, ey, bleib doch weg. Nein, ich wollte gucken. Genau, da geht keiner bei, ne? Keiner bitte an das Inventar gehen. Okay. Da darf keiner beigehen. Das soll der Harm sich selber wiederholen. Okay, Harm ist erloschen. Eine Frage an die Polizei. Ist der Pickup mit meinem Rucksack mittlerweile mal wieder da? So. Moment, ich schau mal schnell. Ach, apropos Rucksack. Ja, meiner ist ja noch im Heli. Kriegst du gleich. Also, wir haben jetzt ja erstmal drei Gewinner, ne? Drei Leute, die weiter sind. Herr Polska, Sky Junkie und Dist Orion. Ja. Ja? Moment mal. So. Dann würde ich mal sagen. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Das sind natürlich ungerade Zahlen, ne? Weil Harm natürlich tot ist. So, der Picker mit den Rucksäcken ist jetzt gleich wieder am Ausgangspunkt. Bitte. Okay, vielen Dank. Ich würde sagen, dann machen wir zum Beispiel jetzt Herr Polska und Sky Junkie zusammenspringen und Disorient alleine. Und er muss da auch reintreffen in der Mitte, ja? Wollen wir dazu machen? Okay. Mir ist es egal, ich würde auch zu dritt springen, das wäre ja irgendwie was witzig. Ja. Das ist so ein echtes Fashion. Genau. Das geht auch, ja. Das geht auch. Logisch. Aber ich brauche erstmal einen Fallschirm mit der anderen. So, danke. Die sind im Helikopter drin. Herr Stahl, fliegen Sie nochmal hoch? Machen, ja. Oh, super. Da können wir das Elend von unten. Heini, aber ich möchte, dass du auch einmal springst. Ja, auf du selbst. Ich ende so wie Harm. Ich ende so wie Harm, ja. Was denn? Nein, ich habe gesagt, ich möchte, dass du auch mal mitspringst. Also, ob du das selbst schaffen würdest. Das wäre nett zu sehen. Ja, kann ich mal ganz zum Schluss, mach ich mal einen Sprung. Kannst du dann einfach mit deinem Heli hochfliegen, steigst da raus und gut ist. Jetzt bin ich als Pilot, wenn alle drin sind. Sind alle drin? Ne, ich noch nicht, wer da? Ich bin drin. Ja, ich aber noch nicht. Wo bist du denn? Ist der voll? Nee. Ja, aber jetzt mal. Also jetzt sind es drei, wo go, sind. Go! Richtig? Ja, passt. Kannst hoch. Ja, sie wissen um 12 ist Restart. Das war eine geniale Nachricht. Wo ist der Admin denn hier? Ist der auch hier im Flugfeld? Keine Ahnung, wo der ist. Irgendwie... Oder ist der muss irgendwo luren, ne? Ich habe den starken Verdacht, das wäre unser Wärter Herr Black Sun, der hier bei uns im Channel ist. Ach, oder Herr Blacksand, genau. Der ist hier im Channel? Das ist auch Admin, okay. Genau, stimmt, das ist er das. Geile Klamotten, ich stehe gerade vor Ihnen. Ich kriege auch so was Feines. Hören Sie mich, Herr Blacksand? Ja. Ach, er... Oh, im Hintergrund, jo. Boah. Der ist das. Ich denke mal, was fliegt hier rum? Das sind ja Fliegen, die hier wirklich hoch. Ja, so Motten oder so. Libellen. Ich war hier mal gespannt, ey. Ja. Lol?
Scheiße, ich bin als Co-Pilot drin. Ist egal, also ist egal. Abspringen kannst du trotzdem. Ja. Keine Rolle. Blackson hat dir eine Cola gegeben. Wie geil ist das? Ich kann was zu trinken kriegen. Oh, lecker, ich will auch. Lecker. Der lädt dich auf eine Cola. Dankeschön. Ein. Ich kann ihn nicht abspringen. Mm. Dann wechsel als Passagier mit dem Mausrad. Mausrad. Dein Maus-Scrollrad ja, bewegen. Ja, doch, aber geht nicht. Oh. Jung, warum machst du das denn? Scheiße. Ja, dann musst du wieder runter. Hey, wieso? Wir springen, okay. Ach, Heini, was? Ja, wenn, dann müssen wir schon alle zu dritt. Danke, Herr Relock. Jo, kein Thema. Kann ich nicht aufschätzen. Oder es geht noch ein bisschen länger, weil wir haben jetzt gedacht, dass wir... Also ist jetzt hier... Landet der wieder oder was ist jetzt ich los? Ich lande jetzt wieder. Ach so, dass er umsteigen kann? Ich bin jetzt dummerweise jetzt als Co-Pilot eingestiegen. Wer fliegt da eigentlich rum? Weiß ich nicht. Ist ein Polizeiheli. Ja, noch. Ja, ja. Ach so. Ja, kein Problem, der stört dich nicht. Nee, ich dachte jetzt irgendwie nicht, dass irgendwie die Dummheit kommt oder so. Nee. Könnt ihr nicht mal einen Helikopter schicken, der mich abholt? Wo bist du denn? Einen Augenblick bitte. Wer will aufgeholt werden? Der Arm. Herr Raum? Ja. Nicht bewegen. Ah! Ein Wunder! Ja, so geht das, ne? Ach, die Frauen, du erst melden die Süchsen und dann unterhalten. Ja, genau. So, Herr Polski, nochmal umsteigen gleich. Jawohl. Aber erst landen, nicht, dass du da gleich stirbst. Ja, soll nicht aufsteigen. Ich glaube, ich das Fahrzeug nehmen. Wo habe ich meinen Scheiß denn jetzt hingeschmissen? Bitte kurz. Hier bei den Autos. Bei den Polizeifahrzeugen, die als Viererreihe aufgestellt sind für einen Landeplatz. Hier haben. Harm, wo bist du denn? Ja, der weiß Bescheid. Wie, in Koffern? Ja, in Koffern, genau. Ja, hier Harm, genau. Stell die hier für und drück den I-Taste. Ja, genau, stimmt. E-Taste drücken. Und dann hast du alles dort drin, dann kannst du alles in den Rucksack wehren, Schubum und so. Hessert? Kannst du hin, Heidi? Harm? Ja, ich bin gerade am Dingsen, gucken. E drücken, die Taste E. E. E wie Emil. E wie Emil. Also bei dir sieht man doch auch das Handsymbol, oder nicht? Ja, das brauchst du aber nicht. Du kannst es mit der Taste E so nehmen. Es sei denn... Warte mal, ja, also ich drück jetzt E und nichts passiert. Ja, stimmt. Wenn du davor stehst, dann kannst du auch I drücken und dann zeige ich links Boden an. Alles, dann zeigt alles, was auf dem Boden steht, alles an. Das glaube ich aber eher nicht. Doch. Nein, bei I steht Boden, steht alles. Dann muss ich mal alles nehmen, oder Gegenstände? So, Boden. Alles? Okay, steht nichts. Okay, ja, eben. Da steht auch nichts. Dann drück deine Windows-Taste oder so. Ja, Windows-Taste. Muss im Testen. Stimmt. So, wie weit sind die beim, da oben? Beim Haben kann es nicht gehen, weil ich habe eine Aktionstaste auf E. Und deswegen geht das auch. Ach, denn Haben. Was soll man jetzt machen? Soll ich dir das aufnehmen? Ich gebe dir das dann. Ich habe vorhin doch schon mal was aufgenommen. Wie weit seid ihr noch gemacht? Bitte, Herr Stahl. 3. So, 5 Äpfel habe ich. 1, los. Psst, Spitzhacke. Wasserflaschen. 1 Euro. Die sind so klein, die sieht man gar nicht. 3 Hasenfleisch. Ja, jetzt sehe ich. So, jetzt guck mal eben. Haben schon alle aufgemacht? Oh. So, ich dürfte das alles gar nicht drin haben, also gehen wir das dem Harm. Wo ist er denn? Hier, Friesenharm, genau. So, eine Spitzhacke. Die eine gehört mir. Ach, Entschuldigung, Moment. Wo ist er denn ganz hingesprungen? Der ist ja schon oben im Grill. Vorsicht, da kommt was von oben. Da kommt einer. Konzentriert euch bitte. Solo und so. Pass auf. Moment.
Oh, wir stehen hier auch absolut scheiße. Oh, noch dämlicher. Ja, der hat's geschafft. Und? Jawohl, gewonnen. Herr Polster? Der Noob hat gewonnen. Das ist ja ein Ding, ey. Wie geil, das ist das. Gib mir mal die Spitzhacke wieder haben. Ich hab die aus Versehen. Eine Spitzhacke, zwei Wasser und bei Hasenfleisch habe ich dir zu viel gegeben. Also ich hab nur eine Spitzhacke drin. Gewesen. Der, nee, ich hab die. Was denn? Der Zweite kann gewinnen. Und ist er drin? Na, ist er drin? Ja oder nein? Ja. So, ja, mal aber wir ja zählt auch, ne? Dann gebe ich dir eine Spitzhacke. Da kommt noch einer, wo ist das? Nein, nur eine hast du behalten. Ich bin ungefähr da, und wo ich jetzt stehe. Zwei. Ja, ist in Ordnung. Und zwei fehlt noch einer. Ich bin schon runter. Auch zwei Haken, ja, runter. Der hat aber, wo bist du denn gelandet? Ich stehe, nimm den auf Geben und dann... Dem EHQ. Hat dir gewollt. Geben. Ich salutiere mal für dich. Na, geht nicht? Ja, ich sehe dich nicht. Gehen Sie bitte aus der Landeszone raus. Ich so, bin einer der Gewinner. Genau, aus Landeszone, ich muss noch Ding fliegen. Leute, raus da. Komm mal weg haben. Komm mal hier hin. Komm mal zu mir. Ja, warte. Nein. Ist da noch jetzt jemand einer an der Luft? Nee, Wo bist du? Der steht da neben dem Streifenwagen. Hier. Da, wo der Gott steht. Da bin ich gelandet. La Familia. Ein Ham. Time. Hallo. Kein Mähdrescher suchen. Hier bin ich. Da. Der. Such. Wo bin ich? So. Heini, jetzt dreh dich mal nach rechts. So, nochmal. Dreh dich mal nach rechts. Genau, nach rechts bin ich. Der hier bin ich gelandet. Der hat gewonnen. Also der ist gelandet. Ja, das weiß ich, aber es sind drei gesprungen. Ich habe nur zwei landen sehen. Da. Und wenn da alle geben. Da. Ja. So, folgendes. Ganz kurz, alle leise bitte. Dann hat ja sozusagen der Herr Polska gewonnen. Ja, im Solo und Harm, seid ihr bitte im Leise. Dann hat Herr Polska ja gewonnen, oder? Ja. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Donatorstatus von 10 Euro. Glückwunsch, Herr Polska, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. AGB. Schön. Und der Zweite, wie ich habe gesagt, der Zweite kriegt auch 5 Euro Status. Aber da wir jetzt drei Mann waren, bekommen die beiden Letzten, der, wer war das nochmal? Sky Junkie und Distortion. Der Discord war der Zweite und der Sky Junkie war der Dritte. Genau, dann bekommen die auch jeweils 5 Euro Status. Na, okay. Von mir. Ja? So, was kriegst du noch? Wasser kriegst du auch noch zwei, ne? Oder wie zwei Wasser. Wollen wir das so machen? Lass doch mal ganz kurz euer Tomatensaft da machen. Warte, ich muss ihn ganz kurz im Klären, bitte. Jetzt hab ich zwei Spitzhacken. Ach, Kinder, sie überhaupt nicht gut, ey. Also, Punkt. Aufnahmegerät natürlich ausgegangen, das Scheißding hier. Ja, siehst du, das war ja echt super. Können wir gerne mal demnächst wieder machen. Ja. Also, ist das Event jetzt beendet? Ja, würde ich mal sagen, oder? Ist beendet, ja. Jederzeit wieder. Genau. Herr Stahl, danke schön an Sie und die ganzen anderen Polizisten, dass die da hier so alles schön gemacht haben. Da bedanke ich mich auch mit. Da bedanke ich mich. Sache. Du nicht? Cool. Ach, ich wollte einmal runterspringen, ja. Herr Stahl, würden Sie mich einmal hochfliegen? Darf ich das machen, bitte? Nein. Nein, ich. Nicht. Herr Stahl? Ich bin der Heim. Ja. Sind Sie noch da? Ja. Können Sie mich einmal hochfliegen noch? Okay. Oh, das wäre super. Einmal will ich fliegen. Heini, denk an den Fallschirm. Ja. Einmal will ich. Bleiben die noch da, die Autos? Ja. Wer hat das gesagt? Ja, bis jetzt habe ich es noch nicht weggerufen. Oh, cool. Denn wer rennt da vor mir? Darf man eigentlich einmal mit hochfliegen? Ja, kannst du ruhig. Mir ist ja, ich wollte es auch mal von oben sehen. Kannst du ruhig. Dann setz dich vorne rein, ich fliege hinten. Dann sehen die Leute, dass ich gleich auch sterbe, wie Harm. Zack. Halt, ich hab keinen Fallschirm! Halt noch nicht hoch! Scheiße! Ich hab doch gesagt, denk an den Fallschirm. Oh! Glatt würde er ohne Fallschirm springen. Das ist scheiße, mit dem Fallschirm, er kann da sterben. Sag mal, wie komme ich denn jetzt nochmal auf den Fallschirm, ey? Wie mache ich das nochmal? Da vorne im schwarzen Helikopter, oder? Maus, mach doch schnell. Ja. Genau. Ich muss irgendwo vorstehen hier, ne? Ja, Mausradsrollen, Inventar. Ja, steuerbarer Fallschirm, da haben wir ihn. Genau. Mein Rucksack. Und mein Rucksack ist jetzt wo? Im Heli. Das ist meine Frage. Im Heli, ne? Ja. Ja. Ach, da muss ich mir den auch noch abholen. Moment. So, oh Gott, fast ohne Fallschirm gesprungen.
So, ich bin drinnen. Jetzt bin ich aber gespannt, du. Wem gehört eigentlich der andere Heli, wo da die ganze Zeit rumfliegt? Das ist ein Polizei-Heli. Das ist ein Polizei-Heli, der sichert das oben ein bisschen ab. Achso. Ja, ich bin schon gut. Polska, du sprichst über Side-Channel. Okay, wir sind bei 900 Meter. Polska, du sprichst über Side-Channel. Mach Caps Locks aus. User in your channel, time Polska, Caps Lock ausmachen. Polska hat auch, den Hörer aus. Ja, toll. Das sind die Jungs, du. Schreib ihn mal an. So, wie hoch sind wir jetzt? 600 gleich. Da bin ich mal gespannt, wie ich wie Harm auch sterbe. Aber natürlich. Ist Harm eigentlich noch hier? War das ja? Hat denn jetzt einer geschrieben? Bereit noch? 900 Meter? Ja. Okay. 950? Ja. 3, 2, 1, raus. Ach, die steht immer noch bei dir. Aber ich weiß nicht, wie ich mich dann einbringe. Ich sehe ja gar nicht, wo ich hin muss. Ach, da vorne muss ich hin, okay. Ob ich, ob die Startbahn hier frei jetzt gelegt worden ist, also ob man jetzt rausgehen kann einfach. Yippie! 300 Meter, sehr schön. Ich höre mich hier doppelt. Ja, ich hab ab dem letzten und hab den normalen. Warum ist eigentlich immer mein Bier leer? Tja. Ja. So, ich hab. Ab Polska eine Nachricht. Ja, ich sehe dich. Ich hoffe, ihr derjenige, der wo sich gerade mit dem unterhalten, kann er dir mal sagen, dass er mit dem Side-Channel reden soll? Der raff's anscheinend mit. Ja, ich hab dir gerade eine Nachricht geschickt. Ich verstehe kein Wort von euch. Ja, ich hab auch im Chat geschrieben. Ja. Ach so, okay. Im Side-Chat. Meine Güte, Alter, diese Typen. Sieht das gut aus? Warte. Wo sind denn die Fahrzeuge? Ja, passt. Hat einer von euch hier ein Fahrzeug in der Nähe, dass er, damit er mir das Bild nehmen kann? Pau, scheiße, die genug Polizei hier, die nehmen diese gerne mit. Ne, die sind zu, die haben gesagt, die machen das nicht. Nein, war doch, die sehen nicht mit. Hafen dich dann, ne? Ja, die sind Gefängnis. Die bescheuerten Pullen, Mann. Ey, nee, sowas will ich nicht hören, du. Bist du verrückt? Ey, ja, immer mit der Ruhe, ne? Also, sowas möchten wir wirklich nicht hören. So, Heini, dann sieht aber gut aus. Das sieht sehr gut aus, eigentlich. Ja. Oh, okay. Heini schafft's. Ja! Ja! Nein, ja! Juhu! Applaus! Das ist aber ein Vollprofi, du. Das zweite Mal, dass ich gesprungen bin. Cool. Nice. Glückwunsch. Geil. Und von der Zeit ging auch nur bei dran, habe ich mein Fallschirm aufgemacht. Coole Sache, ey. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den ganzen Leuten, die mitgemacht haben, bei den ganzen Polizisten, die hier Wache geschoben haben, die geholfen haben. War echt klasse. Solche Aktionen machen wir öfters, ja? Ja, war eine coole Aktion. Ja, ey, das hat super Spaß gemacht. War geil. Auf jeden Fall. Echt, ja. Die Gewinner, Herr Polska, Sky Junkie und Distornation. Ne, also ich denke mal, ich gebe den Namen weiter an den Admin und er schaltet euch dann frei, wenn das gespendet ist, ja? Ja, okay. Gerne. Ja? Dankeschön. Super. Hat super Spaß gemacht. Ich gebe mir mal ein Heli, jetzt ein Bier trinken. Ne? Ja, okay. Viel Spaß zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss zusammen. So, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich echt freuen. War ein super Wettbewerb. Mal gucken, was wir nächstes Mal machen. Ob wir nur einen Hamm alleine rausschießen oder sowas. Keine Ahnung. Das klappt immer. Hat Spaß gemacht. Wir werden mal sehen, was wir als nächstes machen. Ja. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.